Was den militärischen Bereich angeht, so ist das moderne Russland, selbst nach dem Zusammenbruch der UdSSR und dem Verlust eines Großteils seines Potenzials, heute eine der mächtigsten Atommächte der Welt und verfügt darüber hinaus über gewisse Vorteile bei einer Reihe von hochmodernen Waffen. Es sollte daher bei niemandem Zweifel daran bestehen, dass ein direkter Angriff auf unser Land zu einer totalen Niederlage und schrecklichen Konsequenzen für jeden potenziellen Aggressor führen würde. Der gesamte Verlauf der Ereignisse und die Analyse der eingehenden Informationen zeigen, dass ein Zusammenstoß zwischen Russland und diesen Kräften unvermeidlich ist. Es ist nur eine Frage der Zeit. Sie bereiten sich vor. Sie warten auf einen günstigen Moment. Jetzt heben Sie auch noch den Anspruch auf Atomwaffen. Wir werden das nicht zulassen. Aber Russland kann sich nicht sicher fühlen, kann sich nicht entwickeln, kann nicht existieren, wenn eine ständige Bedrohung aus dem Gebiet der heutigen Ukraine kommt. Ich möchte Sie daran erinnern, dass wir in den Jahren 2000, 2005 militärisch gegen Terroristen im Kaukasus gekämpft, die Integrität unseres Staates verteidigt und Russland intakt gehalten haben. In 2014 haben wir die Menschen auf der Krim und in Sevastopol unterstützt. 2015 haben wir unsere Streitkräfte eingesetzt, um eine sichere Barriere gegen die Infiltration von Terroristen aus Syrien nach Russland aufzubauen. Wir hatten keine andere Möglichkeit, uns zu verteidigen. Das Gleiche passiert auch jetzt. Sie und ich haben einfach keine andere Möglichkeit übrig, Russland und unser Volk zu verteidigen, außer der, zu der wir heute gezwungen sind. Dabei sehen unsere Pläne keine Besetzung ukrainischer Gebiete vor. Wir haben nicht die Absicht, jemandem etwas mit Gewalt aufzuzwingen. Unsere Politik basiert auf Freiheit, der Freiheit der Wahl, für jeden seine eigene Zukunft und die Zukunft seiner Kinder zu bestimmen. Und wir glauben, dass es wichtig ist, dass alle Völker, die auf dem Gebiet der heutigen Ukraine leben, dieses Recht ausüben wollen, das Recht zu wählen, für alle, die es wollen. Auch hier ist unser Handeln Selbstverteidigung gegen die Bedrohungen, die gegen uns aufgebaut sind, gegen ein noch größeres Unglück als das, was heute geschieht. So schwierig es auch ist, ich bitte Sie, dies zu verstehen und ich rufe zur Zusammenarbeit auf, damit wir diese tragische Seite so schnell wie möglich umschlagen und gemeinsam vorankommen können, indem wir niemandem erlauben, sich in unsere Angelegenheit, in unsere Beziehungen einzumischen, sondern sie unabhängig aufbauen, so, dass sie die notwendigen Voraussetzungen für die Überwindung aller Probleme schaffen. Und wir trotz der Staatsgrenzen von innen heraus als eine vereinte Einheit gestärkt werden. Ich muss mich auch an das Militärpersonal der Ukraine wenden. Geehrte Kameraden, Ihre Väter, Großväter und Urgroßväter haben nicht gegen die Nazis gekämpft und unser gemeinsames Vaterland verteidigt, damit die heutigen Neonazis die Macht in der Ukraine ergreifen. Sie haben einen treuen Eid auf das ukrainische Volk geschworen und nicht auf die volksfeindliche Junta, die die Ukraine ausraubt und dieses Volk schikaniert. Führen Sie deren kriminelle Befehle nicht aus. Ich fordere Sie auf, Ihre Waffen sofort niederzulegen und nach Hause zu gehen. Lassen Sie mich erklären. Alle Angehörigen der ukrainischen Armee, die dieser Forderung nachkommen, können das Kriegsgebiet ungehindert verlassen und zu ihren Familien zurückkehren. Lassen Sie mich noch einmal betonen. Alle Verantwortung für ein mögliches Blutvergießen trägt alleine das Regime, das auf dem Gebiet der Ukraine herrscht. Nun ein paar wichtige, sehr wichtige Worte für diejenigen, die versucht sein könnten, sich von außen in das Geschehen einzumischen. Wer auch immer versucht, sich bei uns einzumischen, geschweige denn Gefährdungen für unser Land und unser Volk zu schaffen, muss wissen, dass Russlands Antwort sofort erfolgen und euch zu Konsequenzen führen wird, die ihr in eurer Geschichte noch nie erlebt habt. Wir sind auf jede Entwicklung vorbereitet. Alle in dieser Hinsicht notwendigen Entscheidungen sind getroffen worden. Ich hoffe, dass ich gehört werde.